gern kurz für den Kurt Söser ankündigen. Der Kurt Söser ist Racklehrer in Steyr, oder? Ja. Und er ist bei uns im Mathematik-Team in Oberösterreich, also eine Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, die sich beschäftigen mit dem Technologieeinsatz im Mathematikunterricht. Also das ist sein Hintergrund und er wird ein bisschen was erzählen über Social Media und Web 2.0 Tools im Unterricht und seine persönlichen Erfahrungen dazu. Bitte. Danke für die Einleitung. Auf meiner Seite herzlich willkommen. Freut mich, dass wir noch doch so viele Leute sind zum Schluss. Ich habe jetzt den vorherigen Beitrag gelauscht und meine Präsentation ein bisschen angepasst. Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, da war er jetzt vorher super schön ins Willkommensbild gewesen, das ich leider nicht nehmen kann. Und da kann man jetzt das Facebook-Logo, okay? Und den Rest, wo auch noch irgendwie ein bisschen was gesetzlich, sagen wir mal so, problematisch war, den habe ich rausgerissen. Deswegen danke recht herzlich für die Aufmerksamkeit. Und wir können zum Kuchenbuffet bitte gehen. Scherz beiseite. Also ich schicke einfach raus, ich habe die Präsentation gestern gemacht, wenn ich das erst jetzt machen hätte müssen, dann werde ich wahrscheinlich, oder werde jetzt tausendmal abgestraft, was ich nicht für schlimme Rechtsverletzungen und Urheberrechtsverletzungen mache. Das vielleicht, entschuldige mich gleich im Vorhinein. Mein Thema, und das ist kein, das soll da kein Schreibfehler sein. Über das ich gerne referieren möchte. Ich möchte jetzt mehr als Referat machen. Ich werde auch immer das Social Media Web 2.1.0 Tools. Das ist kein Rechtschreibfehler. 2.1, wir werden später darauf hinkommen, auch wenn im Programm 2.0 steht. Das Punkt 1, das 0,1, das Mathematik, das ist ein bisschen mehr, was ich einfach da heute euch, ich hoffe, darf du sagen, zeigen möchte. Meine Person wurde schon vorgestellt. Mein Name ist Kurt Söser. Bin eben in dieser Mathematikgruppe, die wirklich einzigartig ist für mich, nämlich die Möglichkeit bietet, mich mit Technologie und Mathematik auseinanderzusetzen und das sogar noch in der Schule weiter zu erzählen und weiter auszuprobieren. Und komme eben aus der Hack Steyr, bin dort das zweite Jahr, unterrichte dort Mathematik und Sport. Zum Programm, was ich mir eben heute vorgestellt habe, ist eben ein bisschen was über Facebook. Wenn man über Social Media redet, kommt man über das Platz hier schon nicht weg. Ich möchte nach diesem einen Blog Facebook eine kleine Diskussion anschließen, weil das einfach ganz gut passt. Es gibt sicher einige Erfahrungen und einige Diskussionsgrundlagen. Nachher möchte ich dir noch auf eben Web 2.1 eingehen. Ich erzähle gerne, was das Punkt 1 da hinten soll für mich. Und ganz zum Schluss, wenn die Zeit da ist oder der Hunger noch nicht allzu groß, noch eine große Diskussion anzetteln. Das wäre ganz nett, die Erfahrungen auch vom Publikum anzuzapfen. Erste Frage, ein Mitmachspiel. Alle müssen aufstehen. Alle müssen aufstehen. Alle müssen sehen oder dürfen sich gleich wieder hinsetzen, die keinen Facebook-Account haben. Also jeder, der bei Facebook ist, bleibt stehen. Okay, das sind schon mal ein paar. Ja, das ist ungefähr, das ist überrepräsentativ. Also es sind ein bisschen mehr Leute, als wenn man es in Österreich im Schnitt anschaut. Jetzt wird es nur schwieriger, nämlich jeder muss sich hinsetzen, der Facebook nicht in der Schule verwendet, also die sollen stehen bleiben, die Facebook in der Schule verwenden, und zwar meine ich damit, so in der Schule, nicht nur einfach in der Pause mit schön Facebooken, sondern wirklich aktiv mit Studenten, mit Schülern und so weiter. Uni und so weiter. Also, okay, da bleiben wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Die 6 Leute würde ich bitte bitten, dass dann rausgegangen, weil ich kann nichts Neues mehr verzögern. Okay, na, danke fürs Mitmachen. Ich verwende Facebook jetzt mittlerweile seit 2,5, 3 Jahren. Ich werde erklären, wie ich es verwende und warum ich das Ganze verwende. Ich habe ein bisschen provokativ tituliert als Lernplattform und Kommunikationszentrale. Warum mache ich das Ganze? Das ist ganz einfach, weil es funktioniert. Das ist das Einfachste. Wie komme ich zu den ganzen Facebook-Geschichten? Natürlich habe ich so wie jeder ausprobiert und wie jeder wollte meine persönlichen Erfahrungen teilen. Aber für mich ist Facebook die einzige Plattform, ich habe ganz viele ausprobiert, die funktioniert mit Schülern. Ich habe angefangen vor ungefähr 3, 4 Jahren mit Schülern mit Google Sites zu arbeiten. Wer das nicht kennt, schaut sich das an, ist perfekt. Kann man super toll mit Schülern arbeiten, habe Dokumentenverwaltung, Termineverwaltung, die Google-Welt bietet eigentlich alles, was man für Schule braucht. Hat aber nicht funktioniert. Gleich wieso. Die Eiligen, die wollen mich sagen, nur das heute schon genannt worden, habe ich verwendet, habe ich probiert,
habe ich eingesetzt, hat nicht funktioniert, hat nicht den Effekt gehabt, den ich haben möchte. Kommunikation mit den Schülern. Dann bin ich auf diese Web 2.0-Schiene aufgesprungen, habe mal geschaut, was gibt es denn noch so alles. Video ist zum Beispiel ein etwas unbekanntes Tool, was ein Start-up bietet. Man sieht es da ein bisschen so, alles Mögliche von Events, Dokumentenverwaltung, Kommunikation, Foren, alles gratis, also das sind alles gratis Angebote gewesen, das sind alles gratis Angebote und es hat ebenso nicht funktioniert. Ist eigentlich, für mich war das das beste Tool überhaupt. Ja. Dann, in einem Wahn von Selbstgeißelung, habe ich meine eigene Homepage dazu ausgebaut, meine Schüler auf meine Homepage zu losen und dort die ganzen Dinge und Kommunikationen stattfinden zu lassen. Hat auch nicht funktioniert. Über Wikis ebenso probiert, PBWorks nur als Beispiel, habe extra Seiten angelegt, Benutzer eingeladen und so weiter und so fort, ebenso nicht funktioniert. Und zwar aus meines Erachtens drei Gründen. Das ist eben das Entscheidende ist für mich die Benutzung. Alle diese Dinge sind zwar Web 2.0-Tools und so weiter und sind für einen normalsterblichen Computer-User relativ schnell erlernbar, aber die Einarbeitung mit den Schülern hat immer wieder Zeit gedauert. Ja? Es hat immer wieder gedauert, bis dass ich das beigebracht habe, bis dass die Leute damit umgehen haben können. Und ich habe immer wieder sagen müssen, dort stelle ich das hin, dort macht es das hin, dort. Das heißt, immer nur auf Druck ist das benutzt worden von den Schülern. Die waren nie freiwillig dort. Ja? Nur weil sie eine Hausaufgabe gemacht müssen oder sonst etwas. Und das zweite war dann so wahnsinnig, ich habe zum Beispiel 150 User generiert und das schon ausgeteilt, dass sie sich nicht immer nur registrieren müssen. Ja? Allein der Registrationsprozess hat bei Google Sites, das war 2008, habe ich das probiert, in der Schule gezeigt, hat mich 1,5 Unterrichtsstunden gekostet. Dass sich alle Schüler nur einmal angemeldet haben. Ja? Dann habe ich das selber gemacht und so weiter. Eben die Einschulung. Es dauert einfach wahnsinnig lang, bis das die Leute mit dem arbeiten können. Ja? Der Zeitfaktor, der ist zum Beispiel, darf ich jetzt nicht laut sagen, weil mein Kollege ist ein glühender Moodle-Verehrer und Moodle-Guru, aber bei Moodle finde ich zum Beispiel furchtbar, das ist, bis dass ich da das Ding dort habe, wo ich es haben möchte, vergingen 7 Mausklicks. Und das ist für mich einfach viel zu. Dauert viel zu lange und das ist einfach nicht für mich praktikabel. Man muss jetzt anmelden, dann den Kurs suchen und. Es gibt da einfach keine gute und einfachere Möglichkeit gefunden, gescheite Kurse zu machen. Nicht nur Dokumentenkurse, so wie, tut mir leid, aber 90% der Moodle-Kurse ausschauen. Das sind einfach nur Dokumenten zusammen. Nichts gegen Moodle, das ist ein perfektes Tool. Man muss es nur wissen einzusetzen. Deswegen bin ich über Facebook gelandet. Ich habe es privat genutzt, habe mir gedacht, okay, probiere es. Ich muss vorausschicken, ich arbeite mit Hackschülern. Das heißt, das sind alle 13 bis 19, 14 bis 19, 20, 21 Jahre alt. Das heißt, das ist ein ganz anderes Klientel als natürlich eine Volksschule oder Gymnasium, Unterstufe oder überhaupt eine Hauptschule. Also bei mir ist das etwas andere Voraussetzung. Wie funktioniert das auf Facebook? Das möchte ich jetzt kurz zeigen. Ich möchte kurz zeigen, die Vorteile, die Erfahrungen, die ich damit gemacht habe. Heißt nicht, dass jetzt jeder Facebook-Gruppe auch machen sollte. Ich möchte euch die Vorteile zeigen und ich möchte euch natürlich auch die Nachteile zeigen. Das hat irrsinnige Nachteile, zu den von euch wahrscheinlich schon vermuteten kommen noch einige andere dazu. Wie man das macht, ist ganz einfach bei Facebook. Man gründet eine Gruppe, die kann man geschlossen machen, man kann es auch offen machen, ist vielleicht nicht so geschickt, da kommen ein Haufen andere Leute dazu. Man kann es auch geheim machen, das heißt, es ist nicht super und nicht findbar durch normale Mechanismen, sagen wir es mal so. Wie das dann genau funktioniert, dass ich dann die Schüler da reinkriege und so weiter, das komme ich dann noch bei dem Vor- und Nachteil, aber das ist immer das Grundkonzept. Also es gibt eine Gruppe, wo ich für jede Klasse, also die 5. DGK, die ehemalige, die ist jetzt maturiert, sind immer an der Schule, deswegen darf ich auch die Bilder herzeigen, ich habe es extra gefragt, ob ich das nehmen darf, also da war ich sehr vorsichtig, ob ich solche Kommentare und so weiter verwenden dürfen, haben wir alle die Beteiligten gesagt, ja, das darf ich, das ist kein Problem. Also mit so für jede Klasse eine Gruppe und da arbeite ich dann drin. Die Vorteile möchte ich als erstes einmal. Boah, das schaut ziemlich chaotisch aus, also meine Likes. Wieso nehme ich überhaupt Facebook? Ich habe vorher gesagt, die anderen Sachen haben nicht funktioniert und genau da sitzt Facebook und es funktioniert. Genau aus diesen Gründen, 2,8 Millionen Österreicher sind bei Facebook oder 2,8 Millionen Accounts gibt es bei Facebook in Österreich, Stand von vor ein paar Tagen. Ich weiß nicht, dass die 2 Wochen in Österreich sind. Viel interessanter ist, es gibt 650.000 Accounts der 13- bis 19-Jährigen. Gut, da haben wir mal 10.000 Leute weg, die sie 10 Jahre jünger machen. Aber es sind extrem viele Jugendliche, wenn nicht fast alle, wenn man das vergleicht mit der Statistik Austria,
In Österreich gibt es nur 670.000 13- bis 19-Jährige. Also auch wenn ich da Haufen doppelte Accounts wegerziehe und so weiter, das sind sicher bei mindestens 80, wenn es über 90% der Jugendlichen bei Facebook. Das deckt ja mit den Erfahrungen, die ich in der Schule habe. Ich habe ungefähr 6, 7 Klassen manchmal, das sind über den Daumen 150, 180 Schüler und zwei Personen sind nicht bei Facebook, weil sie es einfach komplett negieren. Also die wollen das nicht, das sind nur zwei. Das ist vielleicht die Ausnahme bei uns in der Schule, aber wenn man so durchschaut, auch bei anderen Schulen, ich habe jetzt das auch angebracht, bei anderen Gymnasien und so weiter, schaut, gibt es ein ähnliches Bild, vielleicht nicht so drastisch. Bitte? Wie ich das überrede, das ist ganz einfach, bei mir ist das keine Pflicht, ich verwende es eine Pflicht, ist nur ein Service meiner Seite. Also dort passieren nur Sachen, die der Kommunikation dienen und nicht dem, sagen wir, Lernerwerb. Ja. Und wann sowas ist, also das mache ich, manchmal mache ich das schon, dann ist sicher irgendeiner dabei, wo ich den Bildschirm mitverwenden kann und so weiter. Für mich ist das ja nur die Zentrale, das muss ich vielleicht vorausschicken. Facebook ist nur die Zentrale, die anderen Medien liegen ja meistens irgendwo anders. Und zwar gleich, wie ich das verwende. Für mich ist das Wichtigste, das schlagt eigentlich alles andere, Facebook ist mobil, ist auf jedem Smartphone, auf jedem Tablet vorhanden und ist somit nicht, ich habe jetzt mit die Notwendigkeit, dass ich jedes Mal in einen Computerraum gehen muss, wenn ich irgendwas Computertechnisches machen möchte, sondern das ist einfach immer bei der Hand. Die Schüler haben das Smartphone am Tisch liegen, die haben das Tablet teilweise mit, ja. Das ist bei uns kein Problem und bei mir heißt es nicht so Smartphones weg und so weiter, sondern die haben das einfach da. Als Mathematiker sage ich, du wirst da nicht um 15 Euro einen sündteuren Taschenrechner kaufen, 15 Euro ist zwar nicht viel, wenn es eine Gratis-App am Smartphone gibt, wo du einen Taschenrechner hast, der eigentlich alles kann, was wir brauchen. So verwende ich das Smartphone eigentlich tagtäglich. Tablets sind ein paar Schüler, die das verwenden bei mir, aber nicht so viele. Aber es ist immer da und somit kann ich immer darauf zugreifen. Ich habe immer sofort die Verbindung, wir kriegen jetzt da WLAN, damit das die Schüler wirklich das dauernd nutzen können. Und auch ich. Die Kommunikation kann so super stattfinden. Und wichtig ist mir jetzt nicht die Kommunikation innerhalb der Klasse, weil da kann ich ja eh reden. Da gehe ich ja eh nicht auf Facebook und schreibe dir eine Nachricht, du mach jetzt Beispielübung und so. Sondern die Kommunikation außerhalb. Ich bin in der Hack. In der Hack habe ich 2 oder 3 Stunden Fächer. Es kommt vor, dass die Schüler auf Skikurs sind, dass ich vielleicht auf Skikurs bin, dass die auf zum Beispiel Erkundungswochen sind und so weiter und so fort. Ich habe letztes Jahr mal angeschaut, es gibt Klassen, die sehe ich 5 Wochen nicht. Ja, das ist Standard fast schon. Und die Kommunikation trotzdem aufrechtzuerhalten, habe ich mit Facebook verwendet. Für was verwende ich oder die Schüler? Hausübungsfragen werden gestellt. Lustigerweise nicht an mich. Also wer jetzt glaubt, ich sitze dann immer vor Facebook und beantworte die, ganz falsch. Stellen Sie gegenseitig die Fragen, ja, und beantworten Sie sie gegenseitig. Das finde ich irrsinnig praktisch, weil ich dadurch, Sie sind auf dem Medium, wo so und so sind, und diskutieren über Mathematik. Schön, das gibt es ja gar nicht eigentlich für Mathematik. Umfragen kann man ganz schnell erstellen. Ich werde zeigen, wie das ausschaut. Kurznachrichten ganz schnell schreiben. Kleines Beispiel, ich gehe in der Schule, 5 Minuten in die Schule und davor, kommt drauf, ah, heute wollte ich einen Computerraum reservieren. Wir haben ein Online-Reservierungssystem. Das reserviere ich schon den Computerraum. Die schauen nicht nach, ob es jetzt irgendwo auf einem Sublierplan noch steht und so weiter, sondern ich schreibe das in Facebook rein, weil dann bin ich sicher, dass die Klasse in den Computerraum ist. Ja. Am Sublierplan, wenn es steht, sind es meistens nicht da. Das ist nicht lesen. In Facebook lesen das sicher. Irgendeiner liest und der soll es dann rein. Und was speziell von den Schülern ganz gerne genutzt wird, ist der Gruppenchat. Speziell vor Schularbeiten. Die sitzen einfach daheim hin, machen das Chatfenster auf, dann sitzen 6, 7 Leute dort und chatten miteinander, wenn ich mal Zeit habe und es wirklich ganz fad, was eher selten vorkommt, dann klinke ich mir dazu und kann vielleicht noch 1 oder 2 Fragen beantworten und so weiter und so fort. Aber eigentlich halte ich mich da ziemlich raus. Das ist einfach nur plattformisch. Das Beispiel ist Umfrage. Das war eine Klasse, die habe ich lange nicht gesehen und die haben dringend eine Schularbeit verschieben müssen. Umfrage gemacht, wann soll die Schularbeit gemacht werden? Klick, 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 klick. 2 Stunden später habe ich das Ergebnis gehabt, 19. oder 20. Mai, okay, 20. Mai. Da war überhaupt, da habe ich nicht mehr zu der Klasse gehen müssen, das war außerhalb der Schulzeit und das war im Endeffekt erledigt. Ja, habe keinen Termin wieder heimkommen. Oder, wie man da sieht, nicht, der Text ist nicht interessant, entscheidend ist, das sind Schüler, die da diskutieren oder Schülerinnen, die miteinander reden. Ja, was bekommt ihr bei der Mathehausübung raus und so weiter und so fort. Das heißt, sie nutzen das Medium, um einfach zu diskutieren. Ja, das finde ich irrsinnig krass, weil ich einfach dadurch einen Raum schaffe,
oder es ist ein Rahmen vorhanden, wo die Leute wirklich miteinander reden und wo sie so und so sind. Ja? Und mir ist lieber, sie diskutieren eine Stunde über Mathematik, dass sie sich spielen eine Stunde Farm wieder oder so irgendwas. Ein Schüler hat zum Beispiel mal ausprobiert, und das finde ich recht klasse, die Funktion des Fotos. Ich kann mit den Smartphones ganz schnell Fotos machen, die bei Facebook aufladen, nicht nur auf meine Account, sondern auch in die Gruppen, das ist überhaupt kein Problem. Und der Schüler hat es nicht nur, damit die anderen abschreiben können, sondern hat einfach zur Diskussion gestellt. Was kriegt ihr da außer, das ist die händische Lösung, jetzt war er noch technisch auch gelöst gehabt, und hat das einfach zur Verfügung gestellt. Finde ich super klasse, wenn eine Diskussion dann entsteht und der Schüler kann anschauen, hey, so gehört das gelöst, schwächere. Ich bin da gar nicht mehr beteiligt, sondern das macht ein Schüler. Oder besonders schöne Ausarbeitungen, gerade für Schularbeiten ist das interessant, hey, wie ist denn das eine Beispiel, 4.17 gegangen, da nehme ich halt irgendeine Hausübung her, fotografiere das geschwind ab, stelle es in Facebook und die Schüler haben eine komplett durchgerechnete Lösung, ihren Weg, nicht den aus dem Lösungsheft. Also sehr, sehr praktisch, um den Schülern zu zeigen, wie geht's. Das ist entstanden zum Beispiel aus einer Gruppenarbeit, wo sie einfach Plakate gemacht haben und damit das Ganze nicht am Ende der Schuljahres oder Semesters oder des Monats oder der Stunde zerstört wird, aber es könnte auch fotografiert und wird so fertig dokumentiert. Also mit Fotos kann man wahnsinnig viel machen und es ist einfach ein Platz, wo alles banal ist und die Schüler können auch wieder nachschauen. Videos, ich binde YouTube-Videos natürlich ein, es gibt auch Haufen Mathematik-Videos. Nicht so sehr, um den Schülern während dem Unterricht was zu zeigen, da kann jeder auf YouTube gehen, sondern wenn jetzt zum Beispiel wer die Integralrechnung nicht verstanden hat, dann bietet er das Video an, weil gerade irgendwer gefragt hat und dann kann man sich das dort anschauen auf YouTube und er braucht nicht immer nur Facebook verlassen, kann dann gleich wieder kommentieren und kann wieder sagen, gefällt mir wirklich ganz weiter. Links ebenso, verlinke auf sehr viel externes Material, ja, was ich jetzt so finde. Ich bin mir bewusst, dass da sicher viele Dinge dabei sind. Ah, mit Links bin ich gut unterwegs. Also Links passt eh ganz gut, das darf ich machen. Also solche Links kommen zuhauf. Speziell wieder vor interessanten Schularbeitenzeiten, Prüfungszeiten, gehe ich fest, sage hinten, das ist eine Piste, geschwind nur Übungsbeispiele posten oder sonst irgendwas. Und es passiert aber auch, schau, dass andere Schüler was finden, sagen, schaut sehr, das schaut super toll aus, was ich da gefunden habe, da wird die Finanzmathematik nochmal erklärt. Das passiert auch, aber hauptsächlich ist das mein Werk. Dokumente kann man einfach erstellen, das ist aus einer Gruppenarbeit entstanden, da habe ich einfach Lösungen vorgegeben. Und sie haben zu einem Finanzmathematik-Beispiel Beispiele erstellen müssen. Die Schüler haben das die vier Schüler haben das erstört, eher unkreativ, aber gut, es hat gestimmt zumindest. Die Aufgabenstellung ist dann als einfaches Dokument, das ist ein kleiner Texteditor gewesen, den man da hat, auf Facebook, entstanden. Und das hat wieder gedient als Unterlage für die anderen Gruppen im Wechsel als Beispiel wieder für Übungen und so weiter. Mittlerweile, seit ungefähr einem halben Jahr, ist es möglich, auch bei Facebook Dokumente direkt hochzuladen, jeglicher Art. Keine Ahnung, wo die gespeichert werden, ja, aber es ist so wie immer bei Facebook, man weiß nicht wirklich, wo das ist. Und man hat jetzt wirklich die Möglichkeit, dort Dokumente abzustellen und dort eben Dinge zur Verfügung zu stellen. Habe ich zurzeit ganz, also nutze ich eigentlich fast gar nicht. Das ist ja seit kurzer Zeit und ich habe es eigentlich bis jetzt nie genutzt, Dokumente. Ich mache es meistens immer nur mit Screenshots und weiter, wenn ich irgendwas mitteilen will. Eine eingebaute Sache, das ist eng verwandt, Microsoft und Facebook, auch wenn man es nicht glaubt, aber arbeiten doch ab und zu zusammen. Ein kleiner Teil von Facebook gehört sogar Microsoft. Und die haben komplette Office Suite online, so wie man sie jetzt noch kennt von diesen ganzen SkyDrive-Sachen und so weiter, unter www.docs.com zur Verfügung gestellt, dort können wir kollaborativ miteinander arbeiten, kann ein Dokument erstellen, kann es gewissen Facebook-Usern freigeben, gewissen Gruppen freigeben und die können dann miteinander an einem Dokument arbeiten. Ja, also das ist so außerhalb der Facebook-Welt, ist auch sehr praktisch für Dokumente zum Bearbeiten. Verwende ich auch, so gut ich gar nicht. Bitte? Das hat überhaupt nichts mit SkyDrive, das ist rein Facebook. Das ist rein Facebook, das ist eine Office-Applikation, die steht von seitlich freigeben für und dann kann ich freigeben über Facebook für die jeden Gruppenleute und so weiter mit verschiedenen Berechtigungen, Schreibrechte, Leserechte und so weiter. Also das ist sehr, sehr praktisch, wenn man sagt, ich habe es noch nie gemacht, sag ganz ehrlich, ich habe es noch nie genutzt. Meine Vorgangsweise war jetzt immer dieses Viergespann von Synchronisationssoftware, das ist ein bisschen jetzt Web 2.0 Tools. Ich verwende die vier Dinge ganz gern. Mittlerweile wird SkyDrive immer größer, nachdem Windows 8 vor den Türen steht und das im Endeffekt fast nur mehr ausschließlich auf die Cloud basiert, kommt man schon was sagen.
Diese vier Tools machen nichts anderes als ganz einfach, dass meine Festplatte in die Cloud synchronisieren, auf einem privaten Speicherplatz, auf den ich zugreifen kann, verschiedene Größen, zum Beispiel Skype hat sogar 25 GB gehabt. Und es schaut so aus, wie teile ich dann Dokumente? Ich brauche nirgends mehr, wie Moodle zum Beispiel, mich einloggen, das hochladen, wieder an die richtige Stelle bringen und so weiter, sondern ich gehe in meinen Explorer rein, Rechtsklick, get the shareable link und diesen Link poste ich dann und die Schüler können mit dem Klick auf diesen Link die Datei öffnen, brauchen sie nirgendwo anmelden. Das ist einfach eine Datei, die ich zur Verfügung stelle, die im Netz steht, aber direkt von meinem Desktop nach oben synchronisiert wird. Dadurch, wenn ich Veränderungen an der Datei mache, wird es automatisch im Netz synchronisiert und der Schüler kann wieder drauf zugreifen und wieder die neueste Version. Also einfache Synchronisationssoftware. Wer sich mit dem ein bisschen auseinandersetzt, ich empfehle jeden SkyDrive. Das ist wirklich eine unglaubliche Möglichkeit, auch mit mehreren PCs und so weiter zu arbeiten und mittlerweile auch mit dem Smartphone. Also das war meine Dokumentengeschichte, wie ich mit Dokumenten umgegangen bin. Termine? Ja. Live-ID, ich sage zu den Schülern, das habe ich ja in der letzten Juni schon prophezeit, wenn sie das nicht haben, in spätestens 1,5 bis 2 Jahren, wenn sie einen neuen PC kaufen, brauchen sie einen, weil Windows 8 wird nur mit einer Live-ID betrieben werden können. Also man muss sie, so wie in anderen Systemen, wie bei Google, mit Android oder wie bei Apple, registrieren. Also diese Software sind im Endeffekt, werden einfach so sein. Termine habe ich schon angesprochen, ist dann recht lustig, wenn man Schularbeiten als Termine angibt, ja, das habe ich mal probiert, und dann müssen, das hat meine Kollegin die Idee gehabt, auf die bin ich auch erst noch gekommen, dann müssen alle Schüler, damit sie es wahrgenommen haben, auf Gefällt mir klicken. Das ist natürlich dann lustig, mir gefällt die Schularbeit am 12. Dezember, 12. Dezember ist nur human, aber wenn man es dann am 23. macht, so, ist ein Problem. Aber für Termine kann man genauso verwalten, man muss ein bisschen weiterdenken, diese Termine erscheinen ja dann mit Teilnehmen und Nicht-Teilnehmen, kann man das machen. Ein Schüler hat einmal bewusst auf Nicht-Teilnehmen klickt, ja. Bewusst erfüllt, der hat da wirklich erfüllt. Aber das erscheint dann auch in seinem Facebook-Kalender, der auf die Handys auch synchronisierbar ist und so weiter und so fort. Das ist ein lustiges Gimmick, ja, das finde ich geil. Und für mich das Mächtigste, um wieder zurückkommen zu Facebooks Wurzeln, der Like-Button und die Kommentarfunktion. Ja. Es ist unglaublich spannend, wie Schüler Interaktionen auf einmal herstellen, außerhalb der Schule, auch innerhalb der Schulzeit. Wenn man dann schaut, man geht um 10.45 Uhr in den Computer ran und um 10.50 Uhr ist der erste Post, hey, wo warst du gestern gut und so. Das ist dann recht lustig im Nachhinein zu eruieren, was sie so gegenseitig posten und so weiter. Weil manche Schüler einfach technisch nicht so versiert sind, dass sie wissen, dass ich das auch mitlesen kann. Ja, da gibt es ein paar Geschichten dazu. Aber diese Like-Funktion taugt mir am meisten, weil einfach diese unmittelbare Rückmeldungen auf Arbeiten, ob das jetzt sei es jetzt nur Schularbeitenergebnisse, da waren dann aber gleich 27 Likes dort, hey, juhu, ich habe keinen Fünfer und so weiter. Oder auch diese Kommentarfunktionen, die werden wirklich intensiv genutzt. Das sind einmal so im Großen meine Vorteile, ich habe sicher einige vergessen, das sind so meine Vorteile und wie ich das ein bisschen einsetze in der Schule. Natürlich gibt es auch extrem viele Nachteile, ja, und die darf man nicht verschweigen. Und fette Dislikes, wie es so schön heißt, gibt es übrigens nicht den Button bei Facebook, wer nicht bei Facebook ist. Also es gibt nur Like oder gar nichts. War lange Zeit die Frage, ob das irgendwann mal kommt, aber Mark Zuckerberg hat gesagt, nein, das gibt es niemals. Die Privatsphäre ist natürlich ein riesengroßes Problem bei Facebook. Ich gehe jetzt mal nur davon aus, ich bin Lehrer, also Schüler. Wir haben vorher gesagt, das ist alles öffentlich. Ich bin auch der Meinung, dass ein Lehrer Privatsphäre verdient hat. Spannend ist aber, dass die Schüler ganz anders sehen. Die Schüler sehen nämlich nicht das Problem, dass sie auf einmal zu viel vom Lehrer wüssten und so weiter, sondern dass auf einmal ihre eigene Privatsphäre. Sie glauben, Facebook ist Schülerwelt und da kommt niemand anders wie eine und das ist einfach, da dürfen nur Schüler sein. Und Lehrer haben kein Leben außer der Schule und wenn ein Lehrer bei Facebook ist, um Gottes Willen, der kann ja dann lesen, was ich am Wochenende gemacht habe. Der kann ja meine Fotos sehen. Und das kann ich. Ja? Wenn ein Schüler mein Freund ist, jetzt kommt es eben zu dem, ich behaupte, Schüler und Lehrer müssen nicht unbedingt Freunde sein und auf Facebook müssen sie überhaupt keine Freunde sein. Ich kann trotzdem mit ihnen arbeiten. Ja? Das kann man ganz elegant lösen. Ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist, das habe ich auch erklärt, einfach das zu trennen.
Manche Lehrer machen es so, dass sie einen extra Account machen, das wird viel Aufwand. Ja. Und andere, da zähle ich mich auch dazu, machen es so, dass sie ein bisschen die Facebook-Benutzerregeln durchlesen. Weil man kann sehr viel einstellen. Ja. Und ich kann sehr wohl Schüler ausblocken und weggeben, sodass sie gewisse Dinge einfach nicht lesen können. Ganz Beispiel. Ich nehme keine Schüleranfragen, umgekehrt, ich sende keine Freundesanfragen auf Facebook. Ja? Willst du mit mir eine Freundin sein? Das mache ich nicht. Umgekehrt, wenn mich ein Schüler anfragt, kriege ich sehr wohl auf Annehmen, weil man denkt, okay, er geht den ersten Schritt, ich habe mit dem Schüler kein Problem. Bei den meisten, sagen wir es mal so. Nimm das an, der kommt aber sofort in einen Ordner rein, da steht drauf, Hack Schüler. Ja? Und dieser Ordner Hack Schüler, diese Gruppe, Benutzergruppe, hat im Endeffekt fast keine Rechte. Der kann von mir ein bisschen mehr vielleicht das öffentliche Profil sehen, das ich bei Facebook habe. Das mache ich. 437 andere Schüler machen das nicht. Die adden den Professor Söser und posten fleißig und mit voller Freude die Fotos vom Fortgehen, von der kleinen Nichte, wie spielen wir die an, von einem ersten Hund, vom Führerschein und. Und da wird es halt jetzt interessant. Das sehe ich ein bisschen mehr als Lehrbeauftragter. Das kann ich Ihnen ein bisschen zu vermitteln. Facebook ist nicht einfach nur Spielwiese, sondern da steckt viel mehr dahinter. Ja, also gut aufpassen, ich habe einen Schüler bisher so weit gebracht, dass er mich defriended hat. Also der kann jetzt nichts mehr lesen. Also ganz einfach Grund, ich habe ihm so lange vorgehalten, was er für einen Schmarrn auf gut Deutsch erzählt auf Facebook, dass er gesagt hat, hey, das tue ich mir jetzt nicht mehr an und hat mich ausgekippt. Aber solche Aktionen mache ich wirklich gern. Screenshot, ausdruckt, wortlos den Schüler am Tisch kriegt, das wirkt Wunder. Ja? Wenn ein Schüler Dinge postet, die überhaupt nicht ins Internet kehren, ja? Die fragen sich dann alle, hey, was ist da los? Ich sage nichts dazu, lege das einfach hin. Es gibt da wirklich extremste Dinge, was man unter Schülern liest. Ja? Also da fangen jetzt nicht an irgendwelche Beschimpfungen, sondern da geht es wirklich, wirklich ins Strafgesetz ein. Und das ist dann nicht mehr lustig, das ist echt nicht mehr lustig. Wenn dann ein Freund, der hat 150 Freunde verteilt, Gedankengut, das nur Recht eigentlich gar nicht mehr sein kann als Recht, da wird es einfach nicht mehr lustig. Ja, Spaß. Aber wie wird es gelöst? Jetzt nicht da Moralapostel zu spielen. Bei mir ist das ganz einfach. Einen Schüler pro Klasse findet man immer. Den kann man als Freund zumindest für eine Minute nachher. Einen Tag kann man den als Freund annehmen. Also einen finde ich immer, mindestens. Der Lehrer stellt die Gruppe, ist Admin in der Gruppe. Übertragt dem einen Schüler die Administrationsrechte, die sind untereinander so ein Soli verlinkt, also der hat so ein Soli Freunde in der Klasse, der Administrator, Schüleradministrator, lädt mir alle anderen Schüler ein, das dauert nicht einmal 20 Minuten, wenn das eine Gruppenerstellung macht, das geht meistens über das Handy, tak, 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 da ist direkt der Wettbewerb draus, hey, haben wir den schon, und so weiter, und dann zum Schluss entziehe ich dem Schüler wieder die Administrationsrechte, wir sind alle in der gleichen Gruppe, ich habe die Administrationsrechte, ich kann über die Gruppe, kann Leute aussehen, wieder dazunehmen und ich bin Eigner der Gruppe und alle Schüler sind in der Gruppe erinnern, ohne dass ich befreundet bin. Geht hervorragend. So ein kleiner Trick, funktioniert auch ganz gut. Also ich muss, kann meine Privatsphäre schön schützen, auch wenn ich nicht unbedingt dort meine Gruppe. Der Schritt mit dem Schüleradmin ist nur, dass du weniger arbeitest, oder? Genau. Okay. Nein, der Schritt mit dem Schüleradmin ist der, dass ich nur jemanden zur Gruppe hinzufügen kann, der mit mir befreundet ist. Ach so. Das ist der Punkt. Ja. Und deswegen, ich fühle das auch untereinander befreundet. Ja, das größte Problem, so dieses Bild, da steht die Datenkrake Facebook. Man hört jeden Tag oder jede Woche mindestens was über Facebook, wie schlimm das ist und so weiter und so fort. Ich bin da leider in der falschen Generation groß geworden. Ich nehme das schon bewusst wahr, dass das ein Problem ist. Nur für mich ist der Zug schon lange abgefahren. Wir haben schon vor langer, langer Zeit entschieden, dass wir von uns sehr viel preisgeben. Ja, sehr viel preisgeben. Sobald ich ein Windows-Betriebssystem nutze oder irgendwas anderes, die Leute wissen sehr, sehr viel. Ja, man kann es vielleicht bis ins Extreme treiben und sagen, da gibt es geheime Roboter, die im Hintergrund irgendwas abchecken und so weiter. Also für mich ist der Zug schon abgefahren. Das Entscheidende ist, ich kann immer entscheiden, was mache ich mit dem. Ich kann entscheiden, poste ich das Foto oder poste ich das Foto nicht. Ja? Mache ich ein Status-Update oder mache ich es. Internet vergisst nichts, heißt sowieso schön. Das fällt dann den meisten Schülern erst nach 3, 4, 5, 6 Jahren am Kopf. Ja? Wenn man dann irgendwelche Bewerbungen schreibt, oder braucht man nicht. Weißt du, wie viel erzählen, das kennt jeder, das Problem.
So, nebenbei bemerkt, ich habe es zum Beispiel geschafft, dass ich 2 Jahre lang an der Schule unterrichte, mit Facebook und allem drum und dran und auch wirklich sehr intensiv mit Schülern arbeite. Und es gibt immer noch Schüler, die nicht wissen, dass ich verheiratet bin und 2 Kinder habe. Ja. Also man kann sehr wohl Privates und Arbeit trennen, auch auf Facebook. Es geht. Man muss halt nur seine eigenen Grenzen setzen. Ich darf nie vergessen, der Mann ist nicht umsonst einer der Reichsten. Man muss wirklich aufpassen, was man dort hinschreibt, weil man kann es schlecht löschen. Ich habe mal sagen lassen von einem Techniker, das kann man deswegen nicht endgültig löschen, weil das ganze Konstrukt dann zusammenbrechen würde. Diese Verlinkungen und so weiter. Das glaube ich zwar nicht ganz, aber irgendwo hat einmal jemand seinen ganzen Akt bei Facebook, kann man sich downloaden, ich habe das auch mal gemacht, 23 Megabyte, ZIP-File. Ja, da stehen alle möglichen Sachen drinnen, wann man wo war, wie was eingeloggt und so weiter. Also es ist wirklich irre, was die Daten sammeln. Andersrum, Google macht das auch schon seit Jahren und so weiter und so fort. Also werde ich keine Google-Suchmaschine verwenden, wenn ich da ein bisschen Paranoia habe. Nehme das sehr so belassen, weiß aber, und diese Thematik und versuche das auch in den Schulen beizubringen. Das ist vielleicht auch so. Für mich ein weiterer großer Nachteil, es ist kein Lernmanagementsystem, das heißt, mit Noten verteilen oder mit Noten verwalten tue ich das schwer. Ich kann da wirklich schlecht, wie es zum Beispiel bei Moodle sehr, sehr gut geht, mit Beurteilung, mit Rückmeldungsseite gezielt auf einen Schüler eingehen, ist das da wahnsinnig schwierig. Ja? Und was das auch versinnbildlichen soll, ich kann, oder ich werde nie irgendwelche Aktivitäten auf Facebook in die Note einfließen lassen, außer positiv. Also wenn ich jetzt irrsinnig viel dort mache, dann sage ich, hey, okay, das akzeptiere ich, das werte ich als positive Mitarbeit. Aber wenn wer dort gar nichts macht, ich habe genug Schüler, die sagen einfach nichts, wirklich null. Die sind einfach nur in der Gruppe und haben noch nie einen Post gemacht oder sonst irgendwas. Und dann sage ich, okay, ist auch akzeptiert. Das steht in meinen Gruppenregeln drinnen, Gruppenregeln verfasst, wo das genau drinnen steht, jedes Teil mit dabei. Und das ist einfach eine Idee. Kann man argumentieren, die Leute sind immer mehr auf Facebook und werden dadurch noch mehr angeregt, dorthin zu gehen. Ja, die Zeitenteilung ist immer das Riesenproblem mit diesen ganzen Social Networks. Wenn man so in der Schule ein bisschen fragt, die verbringen mindestens 1 bis 2 Stunden in diesen Bereichen. Und wenn ich nur 5 Minuten davon für Mathematik abzweigen kann, das ist ein mathematisches Problem beschäftigt, dann habe ich eigentlich schon gewonnen. Dann sind es 5 Minuten mehr für meinen Unterricht eigentlich. Ein großes Problem ist bei Facebook diese Linearität. Also ich habe jetzt Gruppen, die laufen jetzt schon das 3. Schuljahr, ich störe die jetzt allein. Im Laufe des 3. Schuljahres und Material, das ich am Anfang zur Verfügung gestellt habe, ist natürlich irgendwo in der Timeline ganz weit unten. Und wenn ich das Video brauche, dann ist das eher ganz mühsam wiederzuholen und es wird nur mehr neu generiert und nur mehr neu posten. Und so weiter. Also die Linearität ist ein bisschen ein Problem. Suchfunktionen gibt es auch nicht wirklich in der Gruppe. Das ist etwas schwierig. Da habe ich natürlich mit anderen Möglichkeiten oder anderen Lösungen, andere Möglichkeiten. Und natürlich die Ablenkung. Ich ertappe mich selber oft dabei, wenn man irgendwas erstellen soll, dann schaut man halt nur geschwind auf Facebook und aus dem geschwind wird halt 2,5 Stunden. Ist bei Schülern natürlich genauso die Gefahr. Aber ich habe mir auch am Anfang gedacht, wie setze ich das ein, wie setze ich das um in der Klasse. Mittlerweile sage ich ganz einfach, andere Lehrer gehen in die Klasse und sagen, alles ist weg. Ich sage, mir ist das eigentlich komplett egal. Ich habe 16, 17, 18-jährige Leute und wenn der glaubt, er kann eine Stunde lang bei mir Facebooken, dann versäumt er definitiv was Wertvolles vom Unterricht. Es ist einfach ein Lernprozess, ich weise ihn dann mal darauf hin, wenn er zum Beispiel Antworten gegeben hat oder sonst irgendwas, oder wenn ich sage, so jetzt tu einmal und der macht trotzdem nicht. Aber das sind auch Lernprozesse, er muss mit dem auch lernen, oder er muss jetzt auch lernen, mit dem umzugehen. Habe ich auch lernen müssen. Es ist einfach so, okay, jetzt ist das mal nicht drin. Bei uns ist es nicht gesperrt in der Schule, das ist vielleicht nur als Zusatz. Es gibt viele Schulen, die sperren automatisch diese Facebook-Seiten. Ich sage aus eigener Erfahrung, das bringt nichts. Diese Sperren. Die Schüler haben ihren eigenen WLAN-Hotspot mit dem Handy hin und sind genauso wie Facebook. Also das ist absoluter Sinn, das auch zu sperren. Das zu den Nachteilen. Ja, es gibt nur 1000 andere, aber es waren so meine richtig großen Nachteile, die ich gerade gefunden habe. Man geht ein Wagnis ein. Bei mir hat es einigermaßen gut funktioniert. Ist bestätigt worden durch einen lustigen Bereich. Das hat ein Kollege angezettelt, nicht einmal ich. Da hat die Presse letztes Jahr in 3 Bereichen diesen Presse macht Schule Bewerb ausgeschrieben. Und ein Kollege,
der überhaupt nichts mit Facebook am Hut hat, hat eben mit einer Mediengasse, die wir haben, gesagt, ja, das machen wir mit. Und zu diesen drei Themen sucht er was auszuschreiben. Und die Gasse hat gesagt, ja, wir schreiben über Comment, Like, Share auf Facebook und Co. Und da haben wir einen Beitrag einreichen müssen. Und erst, wie der Beitrag angenommen worden ist, und sie festgestanden sind, sie dürfen wirklich einen Artikel in der Presse verfassen, sind die Schüler zu mir gekommen und gesagt, ob sie ein Interview mit mir machen dürfen, über diese Facebook-Gruppen, ja, die wir haben, weil sie wollen einmal Facebook ein bisschen anders darstellen. Und haben dann eben Seite in der Presse gemacht. Und das war meines Erachtens einer der ersten Artikel, wo man drüber gestanden ist, das nützliche Gesicht. Und das war der Grund, wieso der Beitrag gewonnen hat, dann, es war wirklich ein Gewinnerbeitrag, weil es das erste Mal aus einer Sicht geschrieben worden ist, wo das Ganze im positiven Aspekt beleuchtet worden ist, nicht immer nur Facebook ist böse, 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 böse. Und das hat mir recht gefallen, weil einfach das dadurch ein bisschen auch gesagt hat, okay, das, was ich mache, macht Sinn, und habe dann auch ganz nette Kontakte über diesen Artikel erhalten. Ganz zum Schluss, das möchte ich niemandem vorenthalten, das ist 1:1, ist nicht geschrieben, das ist 1:1 aus einer Facebook-Gruppe heraus, das ist einfach unglaublich lässig für das zwei Aspekte. Das erste ist einmal, wenn man noch liest, wieso ist die Aussage falsch, das ist das Beispiel 2.9 in der Schule, leere Menge ist gleich die Menge der Zahl 0. Für Nicht-Mathematiker, ja, das ist nicht das Gleiche. Und wieso ist das falsch, wenn man die Schülerin fragt? Und nicht ich habe es beantwortet, sondern einfach eine irrsinnig klasse Antwort der Schülerin, weil die Zahl 0 trotzdem was ist und leere Klammer ist aber wirklich gar nichts, deswegen stimmt das nicht. Ja, also super Erklärung, Schülersprache passt wunderbar. Es geht noch weiter. Dann kommt der Reply, aber 0 ist für mich auch nichts. Also, genial finde ich, ja. Dann, nur weil der Nachsatz, das besser kann man es eigentlich immer gern. Nein, 0 ist eine Zahl, gar nichts ist gar nichts. 0 findest du ja, und jetzt kommt das Mathematikwissen, findest du ja zum Beispiel auf dem Zahlenstrahl. Gar nichts findest du nicht am Zahlenstrahl. Ja, also, super Erklärung. Und bitte dann, da oben haben wir also jetzt diese Zeile. Okay, wenn du jetzt aber 0 Euro hast, was kannst du da kaufen? Und die Sache geht dann einfach weiter, bla 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 und so weiter. Und dann der letzte Satz einfach, ciao, ich gehe wieder lernen bis morgen. Ist einfach für mich ein Paradebeispiel. So funktioniert das auf meinen Seiten. Ich bin nur der Entwickler. Ich habe das einfach, der Katalysator, der das ins Laufen macht, und die Schüler nehmen das an, arbeiten mit dem. Mittlerweile in der Hack Steyr haben wir, ich würde fast sagen, ja, ungefähr 20, 25 Klassen, ein bisschen mehr vielleicht, 30, nein, 25 Klassen und mindestens 30, 40 Facebook-Gruppen. Speziell auf den Unterricht bezogen, also wie meine ist nur rein Mathematik, die ganzen Sprachenlehrer haben jetzt angefangen, Italienisch-Gruppen, Englisch-Gruppen und so weiter. Also das Konzept hat sich weiter verbreitet und passt ganz gut. Ja. Passt ganz gut für die Schüler, und das Lustige ist, wenn so ein Lehrer nicht macht, dann machen sie die Schüler so und so. Weil sie einfach die Idee jetzt auf einmal kennen und sie treffen sie dann auf Facebook und haben im Endeffekt Gruppen, wo sie dann diskutieren. Wer gerne auf mein Profil vorbeischaut, wer ein bisschen zuschauen möchte, man findet mich so gut wie überall mit Kurz Weser. Aber jetzt möchte ich gerne kurz unterbrechen, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit, ja, 40 Stunden, um Diskussionen von euch, Fragen aufzunehmen, weil es einfach jetzt Facebook dann abgeschlossen ist. Und ich möchte selber Erfahrungsberichte zu sagen. Bitte. Ja, es ist einer Gruppe, kann man das erforschen. Ich finde das nicht so lange. Ja. Aber wenn ich eine Liste habe mit lauter Kurse, die ich in der Schule habe, ja, dann fällt das doch irgendwann einmal auf. Also bei mir sind es. Also wenn sie dann in einer Gruppe zusammen, nein, haben wir dann 15 oder 12 Gruppen. Ja. Ist ja total mühsam. Ja, man darf nicht vergessen, das passiert ja nicht täglich. Also, da passiert nicht täglich. Nein, aber wenn alle Gruppen so intensiv genutzt für die Jährige? Von meinen, also es gibt eine Klasse, die postet so ungefähr zweimal in der Woche was. Ja, okay. Da kommt zweimal in der Woche eine Kommunikation zustande. Und es gibt Klassen, die passiert fast täglich was. Aber meistens sind es eher sinnlose Sachen und die Stoßzeiten sind nicht zu früh. Das ist ja auch passiert. Ja, aber du willst da Ich halte das sehr viel. Also Klassenweite? Bitte? Tut es da Klassenweite nicht? Oder ist das Erfolgskonzept da? Also viele machen das klassenweise, aber ich habe das nur für Mathe angefangen, weil das geht ja nur bei einem Mathematiker. Und weil sie die wieder ganz anders nutzen wie andere Kollegen, die italienische Kollegen, macht es überhaupt zur Kommunikation, die dann nur kommunizieren über diese Gruppe. Und ich nutze halt so. Und über die habe ich keine Einsicht. Das sind so nur meine Gruppen. Aber ich stimme, das ist mit, also relativ viel, und
speziell wenn man einen Gruppenchat aufgeht und man hat zufälligerweise zwei, drei Parallelklassen bei der Schularbeit, diskutieren wir einmal 10, 15 Leute parallel. Aber da gibt es den berühmten roten Knopf, braucht man nicht mitmachen. Sonst würde ich fragen, gerne. Und selbst Erfahrungen, ich werde dazu zwingen, dass der Facebook geht, aber nur mal zum Anfang zu kommen. Es funktioniert, das ist das Entscheidende. Die Schüler nutzen es und ich habe einen irrsinnigen Mehrgewinn dadurch. Also Schularbeitenrückgabe, das dauert keine zwei Stunden nach der Schularbeit, kommt schon die erste Post angekommen, wie die Schularbeit zurück. Haben Sie schon ein Ergebnis? Das wird man zu ignorieren, aber wenn man Schüler zwei, drei Wochen lang nicht sieht, ist es sehr praktisch, wenn man einfach sagt, okay, ist ja so und so schaut es aus, bitte bereitet sich das nicht mehr vor. Gibt es nichts? Ja, was gibt man wirklich, wenn man keine Chance hat? Also warum jetzt für dich, also ich verstehe, wenn ihr sagt, nein, für mich ist das Konstrukt Facebook, was wir auch vorher gehört haben, total, es ist nicht sicher genug, ich will es einfach nicht sehen. Ich nehme es nur als Angebot. Ich gebe das Angebot. Ja, aber trotzdem, wenn die ganze Klasse dabei ist und vor der Schule was diskutieren kann, dann die eine Person nicht. Dann wird der eine sicher Möglichkeiten finden, dass er was anderes macht. Ich habe zum Beispiel das auch so gelöst, bei vielen Sachen, wenn man die Mühe gemacht, es gibt auf Facebook, jede Gruppe hat eine eigene E-Mail-Adresse, man kann auch über E-Mail posten. Das heißt, wenn ich eine E-Mail ausschicke, kann ich diese E-Mail einfach in CC die Facebook-Adresse dranhängen, dann erscheint das als Post, aber auch als E-Mail. Das ist aber gefährlich, auch bei sensiblen Daten, also ich habe dann bei jeder Klasse immer das Problem zum Beispiel, wenn es um Noten geht. Sie wollen unbedingt die Noten sofort haben, ja? Wo stehe ich jetzt? Was habe ich erreicht, welche Punkte und so weiter. Da sagen, da habe ich wirklich von jedem die Einverständnis gut, dass ich das wirklich einfach mit einem Screenshot dort in einer Tabelle einstellen werde. Weil viele Leute könnten ja sagen, hey, ich will nicht, dass du deine Noten kriegst. Das sind dann eben heikle Sachen. Ja. Ja, Gruppenregeln. Das sind ganz kurz, also kurz zusammengefasst, jeder ist freiwillig dabei, also es muss niemand dabei sein. Jeder kann freiwillig das verlassen oder wieder beitreten, also das ist überhaupt kein Zwang. Dann habe ich eben nur dazu geschrieben, dass man so die Netiquette ein bisschen beachten, also nur im Endeffekt sinnvolle und geistreiche Post und nicht irgendwie, juhu, das 27. Katzenbaby auf YouTube und so weiter und so in die Richtung, also einfach aus der menschlichen Hausverstand. Und es hält sich jeder dran, also da gibt es eigentlich überhaupt keine Probleme. Die lustigen und die komischen Posts passieren dann im Server-Posten, aber auf die Seiten kann man eher nur. Die anderen Kanäle sind auch offen, also wie E-Mail und so weiter. Da habe ich aber schon gemerkt, dass die Schüler auf das nicht mehr zugreifen. Sie schreiben ganz in der E-Mail und nutzen eher den Bereich, um kurz anzuchatten. Ja. Wird aber auch nicht wirklich intensiv genutzt. Also braucht man jetzt die Sorgen mit 150 Schülern, dass dann jeden Abend 27 Benachrichtigungen sind, ganz im Gegenteil, einmal in einem Monat überhaupt, wenn sich Schüler traut, mich anzureden, online praktisch. Also das ist klar. Gut. So, ja, Ja. Das kann ich gar nicht, weil ich ja nicht alle Leute bei Facebook sind. Also das habe ich noch nie verlangt, dass ich bei Facebook ein Haus abgeben würde. Aber bei allen anderen muss das Bewusstsein, dass man eigentlich Ja, also ich habe das nur ein bisschen da mitgekriegt von diesem Wiener Studenten, glaube ich, der jetzt da mit Facebook einen etwas größeren Krieg angefangen hat. Ich weiß nicht, wie das weitergeht oder ausgeht. Aber das ist natürlich ein bisschen super. Oder aufgeben. Ja, das ist. Vielleicht ist aber am Anfang vergessen zum sagen, natürlich wird Facebook wahrscheinlich in 3 Jahren auch wieder aus der Mode sein oder sonst irgendwas. Also man verlässt sich auch auf einen externen Anbieter. Das ist natürlich auch ein Problem. So wie da jetzt dazu geschrieben, würde ich es nur erwähnen. Das ist mir bei Video eben passiert. Video, das waren solche Startups, die jetzt ganz schnell irgendwas gratis anbieten. Dann probiert es für rum in einer Beta-Phase, man hängt sie ein, bietet, wendet viel Zeit und Ideen auf
Und dann auf einmal nach zwei Monaten steht dort, dieser Service wurde an Google verkauft oder sowas. Und den gibt es jetzt nicht mehr. Und das ist ja bei solchen Sachen immer das Gefährliche, vielleicht gibt es Facebook in zwei, drei Jahren gar nicht mehr. Da ist man mit einer Moodle-Installation, die bei mir am Server noch drin ist. Also weil du das jetzt erwähnt hast, wie war das mit Google Plus, dass du das einmal aufgemacht hast? Ja, danke, dass du das erwähnst. Social Media besteht nicht nur aus Facebook, sondern es gibt ja viele andere Netzwerke. Google Plus ist eigentlich noch viel besser als Facebook für die Schule geeignet, mit den verschiedenen Kreisen und so weiter, was mit dem beschäftigt hat. Wir haben es mal kurz andauern und wirklich da intensiv reingehört, aber es hat sich zurzeit nicht durchgesetzt, speziell bei der Zielgruppe, bei den Schülern nicht. Und du meinst, wenn noch mehr vielleicht für den Facebook-Account haben? Genau, richtig. Facebook ist der Platzhirsch, aber für die Schule zum Einsetzen wäre die Google-Welt meines Erachtens viel besser. Viel einfacher, viel handhabbarer, mit den ganzen Datenschutzrichtlinien und so weiter wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu machen. Also, es gibt da viel mehr Möglichkeiten. Aber mir ist gut, das heißt Google, dass man Wave, genau, mit dem Google Wave habe ich das genau, also das auch passiert, wo die auch machen super Sachen, kann man tolle Dinge starten und dann ist das eingestellt worden. Da würde man weitermachen. Und das ist eben das Problem, wenn man sich auf externe Sachen. Ja, das passt eigentlich eh ganz gut zu diesen Web 2.0 Überleitungen bzw. zum Web 2.1. Ich habe bewusst, wie gesagt, Web 2.0 ist schon so ein 2.1 und haben wir das Facebook jetzt auf die Seite lassen. Ich bin daheim gesessen und habe überlegt, okay, ich soll über Web 2.0 was sagen oder präsentieren und dann bin ich draufgekommen, das geht niemals aus. Und es ist zwar als Workshop jetzt schon, es tut mir leid, weil das jetzt nicht irgendwie so zum Mitarbeiten ist, aber ich bin zu der Erkenntnis gelangt, weil ich jetzt wieder anfange, irgendeinen Teil noch herauszunehmen von dieser riesengroßen Blume von Web 2.0 und wieder zu präsentieren und wie man das im Unterricht einsetzen kann, dann ist das wieder nur eine spezielle Sache und ich glaube, dass man in einer Viertelstunde nicht ganz dezidiert sich dann auf das vorbereiten kann, sondern man muss sich beschäftigen. Und dann hat man, wie gesagt, auch das Problem, dass das vielleicht nach zwei Monaten gar nicht mehr vorhanden ist. Es gibt einen Haufen Tools, also diese Blume ist in Anlehnung an dieser Web 2.0 von, gehen wir zurück, Brian Solis heißt der. Und es gibt sehr, sehr viele Tools in diesem Bereich, allein was es an Videosachen gibt. Das ist ja nicht nur YouTube, es gibt einen Haufen andere Sachen auch. Also, das ist so unüberschaubar groß und jeden Tag werden wieder zwei, drei Sachen mehr. Oder mit Dokumente, ja. Was ich mit Dokumente machen kann, die teilweise offen sind, teilweise Zahlsoftware und so weiter und so fort. Ohne diese Sachen, die sehr, sehr einfach auf Tablets, am Computer und so weiter zur Verfügung stehen. Also da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die ich mit Wikis arbeiten kann. Da gibt es jetzt im Endeffekt die Parallelkonferenz, die sich mit Wikis beschäftigen. Tausende Einsatzszenarien. Ja, da brauche ich natürlich da jetzt anfangen zu erzählen, wie mache ich das in der Schule und so weiter. Das macht keinen Sinn für mich. Oder zum Beispiel so Question and Answer Sites, haben wir mal ein bisschen angeschaut, wo man Fragen stellen kann oder interaktiv in der Klasse mit einem Clicker-System arbeiten kann und so weiter. Da gibt es wirklich sehr, sehr viele Dinge und nur mal wo da oben stehen zwar und stirbt wahrscheinlich eins lang. So ein Startup oder so. Ich selber betreibe Blogs, habe mich mit Blogging irrsinnig auseinandergesetzt. Ich habe für Klassen Klassenblogs erstellt, mit mehr oder weniger, super wie gar kein Erfolg, dass die Schüler dann selber was schreiben. Ja. Aber da kommt jetzt tausende Sachen zu sagen. Ich habe dann beschlossen, ich möchte das 2.1, und jetzt kommt jetzt einfach auf das Komma 1 zu sagen, nur zwei Dinge zu sagen, zwei einzige Dinge, die heute schon mal gefallen sind, am Vormittag die Khan Academy, wo ich aber jetzt auch nicht einen kompletten Einführungskurs mache, ganz im Gegenteil, ich möchte nur kurz 5 Minuten zeigen, was da möglich ist, und TED-Ed, wo ich sage, gleich, jetzt springe ich komplett ins kalte Wasser. Das sind Dinge, die habe ich, die Khan Academy habe ich 2 Stunden in der Schule mal ausprobiert, also da habe ich noch nicht viel Erfahrung. Und TED habe ich auch noch nie in der Schule ausprobiert. Aber es sind die Dinge, die mich seit 2-3 Monaten sehr intensiv beschäftigen. Und ich möchte einfach diese zwei Dinge kurz zeigen, weil es einen Mehrwert für mich auf einmal kriegt als Lehrer. Weil jedes Mal, wenn ich über Web 2.0 rede oder wenn ich in der Schule mit jemandem diskutiere, aber das ist so viel Aufwand, das ist so kompliziert, da muss man sich einarbeiten. Und ein Mehrwert von diesen Dingen ist, dass es sehr, sehr einfach gehalten ist. Also das gefällt mir ganz gut. Und der zweite Mehrwert, der kommt dann bei der Khan Academy raus, dass es einen Aspekt
berücksichtigt, der gerade für die Schule interessant wird, wenngleich er für mich noch nicht perfekt umgesetzt ist. Aber als erstes zu TED-Ed, nur ganz kurz ein paar Worte, ich weiß nicht, wer TED kennt. Fragt das jemand noch was? TED? Also ganz verschwunden, wenig Leute. Ist eine wirklich große Inspirationsquelle, die Vorträge online stellen, professionelle Vorträge, weltweite Vorträge und ich weiß nicht, wie viele Videos zur Zeit haben, die wirklich, wirklich gute Ideen vertreiben wollen. Das sind eigentlich YouTube-Videos, aber wird dann in einer eigenen Seite eingebaut auf TED, wo dann Transkriptionen stattfinden und Untertitel in allen möglichen Sprachen und so weiter. Das sind wirklich hochqualitative Vorträge zu allen möglichen Themen, Wissenschaft, Bildung, Kunst und so weiter und so fort, also ganz lustige Dinge. Und jetzt seit kurzer Zeit gibt es einen Education Channel von diesem TED, wo man eben so kleine, sagen wir so, Videolerneinheiten zusammenstellen kann. Und das möchte ich eben ganz kurz zeigen, wenn ich darf. Also die Seite schaut so aus, dass es im Endeffekt Videolerneinheiten gibt, die auf YouTube-Videos basieren. Und ich nehme da jetzt einfach mal, gehen wir das ganz mit durch, ich suche nach Subject, nach gewissen Bereichen und weil ich Mathematiker bin, suche mir natürlich die Mathematik-Sache raus. Das sind Dinge, die von diesem TED-Team, von wirklich von Pädagogen, von professionellen Animateuren, also Zeichnern zum Beispiel, also man sieht da gute Zeichnungen, erstellt worden sind und die eigentlich ganz einfach aufgebaut sind. Nehmen wir da zum Beispiel nehmen wir das, den Logarithmus, was auch immer das Konzept dann dahinter ist. Schauen wir uns das kurz an. Okay, Fullscreen. Es ist im Endeffekt nichts anderes als ein Video, ein YouTube-Video, das da erstellt worden ist. Wie den Logarithmus brauchen Sie die 3 Minuten 35 da anschauen. Sachen mal weg. Wo ganz nett das Konzept vom Logarithmus erklärt wird. Und so weiter und so fort. Ja. Dann kann ein Schüler, und das ist eben dieser kleine Mehrwert, der mir gefällt, ein kurzes Quiz machen, das sich direkt aufs Video bezieht. Das sind jetzt einfach Fragen, 5 Fragen mit Single Choice, wo man einfach anklicken kann und es wird dann eben angeschaut. Dann gibt es noch eine Kategorie Think, wo immer ein bisschen weiterführende Fragen sind. Da kann man auch Antworten geben und diese auch speichern. Die sind dann personifiziert gespeichert, das heißt, ich bin da oben eingeloggt. Das heißt, die Antworten werden auf meinen Account gespeichert. Und ich kann dann auch als Lehrer das auch dann nachschauen. Und dann gibt es noch DigDeeper, wo dann noch irgendwelche weitere verlinkte Sachen sind. Sieht ihr zum Beispiel wieder so Khan Academy und so weiter. Das ist nicht besonders, ja. Das ist einfach nur eine kleine kurze Videolerneinheit. Das, was mir einfach gefällt an dem ist, jetzt bin ich kein Englischlehrer. Vielleicht ist das Video ganz gut auf Englisch und das ist gar nicht so, wie man es angeschaut, gar nicht so schwieriger zum Verstehen von den englischen Begriffen. Jetzt hätte ich aber gerne eigene Fragen oder das in eine eigene Lernsequenz einbaut. Gibt es einfach diesen Button Flip this Lesson. Also man macht dann einfach aus dieser fixfertigen Videoeinheit seine eigene Einheit. Ja? Kann da neue Überschrift machen, eine neue Beschreibung. Es ist zurzeit nur möglich beim Quick Quiz diese Fragen rauszunehmen oder nicht. Kann aber beim Think eigene Fragen noch hinzufügen, create your own. Ja? Mit Antwortmöglichkeiten und eben alle diese Sachen editieren relativ gar. Und auf einen zweiten Klick Publish ist das Ganze veröffentlicht wieder und mit einer einzigartigen URL aufrufbar und kann es wieder einbauen in den Unterricht. Also ich finde das eine recht geschickte Sache, weil, und das ist vielleicht dann das Klasseste an der ganzen Sache, es gibt jetzt einen Haufen vorgearbeitete, wirklich gute Lessons. Also mittlerweile sind es 100 Videos und die sind schon 6619 Mal geflippt worden, also neu aufbereitet worden. Die sind wirklich qualitativ gut, also sehr, sehr gut, von Pädagogen erstellt, mit Animationen und so weiter, also das ist wirklich lässig. Aber wenn ich jetzt ein eigenes YouTube-Video habe, zum Beispiel jemand filmt sich ab bei einer Erklärung zu dem Thema Flipped Classroom, bin ich jetzt noch gar nicht mehr gekommen oder werde gar nicht mehr kommen, der sucht einfach ein eigenes YouTube-Video, zum Beispiel zu lineare Gleichungen lösen.
und kann jedes beliebige YouTube-Video dann hernehmen, was auch immer, nehme gleich das erste her, und dieses, aus diesem YouTube-Video praktisch so eine Videolerneinheit machen. Ja? Und das ist das genauso wieder, wir flippen das Video, und genau wieder Fragen stellen, erweiterte Sachen. Also so ein bisschen mehr als nur ein Video präsentieren, sondern wirklich einen Arbeitsauftrag auch machen. Das meine ich mit, das ist der Mehrwert an dem Ganzen. Nicht nur einfach geht es auf die Seiten, sondern da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Und, das sieht man erst, das ist erst im Aufbau, das ist wie gesagt eine Beta-Sache. Es gibt dann die TED Activity im eigenen Profil. Wie gesagt, die habe ich noch nicht lange damit beschäftigt. Aber man sieht dann, was hat man sich schon angeschaut, ja, welche Sachen hat man schon fertiggestellt, completed. Und das Klasse ist, dass die Antworten wirklich dazu immer gespeichert werden. Ich müsste jetzt lügen, aber wie man das erste Mal angeschaut hat, hat es sogar so eine Teacher-Funktion gegeben. Ich finde es jetzt, ich habe es gestern nicht mehr gefunden, ich weiß nicht mehr wo. Vielleicht fällt es mir nur ein, wo man praktisch dann, wenn ich als Ersteller eines so eines Lernvideos das flippe, also auf meinen Account erstelle, wo man dann die Antworten gesammelt zirkt, also was die Schüler dann eingeben. Also eine sehr, sehr einfache Übersicht, ich finde es leider jetzt nicht. Aber nur mal zur Veranschaulichung, ich habe da ein Quick Quiz erstellt und ich sehe da, ha, das war meine Antwort. Also es wird einfach mitspeichern. Das ist eine ganz nette kleine Möglichkeit. Das geht für mich in die Richtung einfach schon Mehrwert für die Schule. Ganz allgemein, die TED-Seiten empfehle ich jedem, da kann man wirklich stundenlang Videos schauen, hochqualitative Vorträge über alle möglichen Sachen. Ich habe es ein paar Mal schon im Unterricht eingebaut, aber das TED-Ad überhaupt nie im Unterricht. Also das ist sowas, was ich gerne einbauen möchte. Die zweite Sache, die auch noch ganz kurz, 5 Minuten habe ich noch, vortragen möchte, ist die Khan Academy. Die haben wir heute schon gehört. Ähnliches Prinzip, gute Publicity, weil durch Google und Microsoft gesponsert, haben wir mitgekriegt. Und die, also der Khan, macht dieses Prinzip nur, oder baut dieses Prinzip nur ein bisschen weiter aus. Nicht nur Lehrvideos, mittlerweile sind es, keine Ahnung, wie viele Videos da drinnen sind, die einfach ganz einfach und stupid gemacht sind, schwarzer Hintergrund, bunte Stifte, Salman Khan heißt er, glaube ich, ja, erklärt Mathe-Probleme und nicht nur Mathematik-Probleme, sondern man sieht eben auch auf andere Dinge. Und man kann sich die anschauen und es gibt dann eben dazu Übungen dazu, die halt sehr einfach gestrickt sind, aber die eben nicht nur rein das aufnehmen, sondern kann ja wirklich aktiv dann üben an dem Ganzen. Ich werde das eh gleich sagen. Ganz lustig ist die Lebensgeschichte vom Khan, dass der vorher eigentlich, was war der vorher? Hedgefondsmanager oder irgend sowas. Und ist durch die Erklärung, er hat das YouTube-Video eingestellt, weil er es seiner Nichte erklären wollte. Und durch das ist er dann in die Richtung gekommen. Ist ganz interessant. Also man kann sich einfach Videos anschauen, das werde ich jetzt überspringen. Das Interessante ist, wenn man angemeldet ist, man kommt dann unter Practice zu seiner Lernmappe, also zu seinem Exercise-Dashboard, so heißt das, und hat da aber eine Lernmappe auch gleich dabei. Und das Ganze ist ein bisschen aufgebaut wie ein Computerspiel. Ja? Also es wird irgendwie vorgegeben, das und das sollte man alles machen. Es gibt dann irgendwelche Skills und irgendwelche Sachen, die man lernen muss. Das geht los, wirklich ganz unten, beim Zusammenzählen einziffriger Zahlen. Also 3 plus 5 und so weiter. Und jedes Mal, wenn man das schafft, wird halt diese Lernmappe erweitert, beziehungsweise kriegt man dann einen Stern. Und man kriegt Punkte, man kann dann Icons aufgeben und so weiter. Das ist ein bisschen wie ein Computerspiel aufbaut, finde ich. Ja? Und da geht es halt darum, allein wenn man sich Videos anschaut, kriegt man immer wieder Punkte auf sein Konto gut geschrieben. Und wenn man jetzt 100.000 Punkte hat, dann ist man da Gold irgendwas und so weiter. Also das ist ganz nett, speziell auch für die Kleinen. Und das, was mir einfach ganz gut gefällt ist, zum Beispiel macht man ganz einfaches One-Digit-Subtraction. Es gibt da ganz einfach gestrickte Übungen dazu. Es sind immer so ein paar Übungen, wo man die Antwort reingeben oder eingeben kann. Und sobald man eine gewisse Anzahl von richtigen Antworten gegeben hat, wird das Ganze eben, also es wird richtig ausgewertet, man kann also Lösungen anzeigen lassen und so weiter und man kriegt im Endeffekt immer mehr auf sein Konto. Und sobald man solche Dinge, das ist nicht nur reine Eingaben, also vielleicht hätte ich jetzt doch was anderes sagen sollen, es geht da zum Beispiel auch
das Konzept eines Boxplots habe ich in der Schule mal gemacht, auf der Khan Academy, wo man mit verschiedensten Reglern Dinge einstellen muss. Also das geht schon dann zum anspruchsvollen Dinge. Und nicht nur so Additionsgeschichten. Ja, die Zeit ist schon so fortgeschritten. Es ist halt ein reines standardisiertes Abfragen. Hat aber auch sicher seine Berechtigung in der Schule, um einfach Dinge zu üben. Sobald der Schüler das Thema richtig hat, hat diese Fähigkeit erlangt, kann das irgendwo wieder hinpinnen, kriegt einen Haufen Punkte. Und jetzt kommt eine Funktion, die, also wie ich glaube, das ist wirklich die Zukunft unseres Lehrberufes, diese ganzen Technologien einzusetzen, um individuell dem Schüler zu helfen, individuell zu betreuen. Ich habe dann eben das mit Anna Gast probiert und das kann ich jetzt nur kurz vorzeigen. Es gibt die Möglichkeit, dort als Coach aufzutreten. Zwar kann das jeder. Jeder, der dort registriert ist, kann Coach werden. Die Schüler haben meinen Account angegeben, das ist mein Coach, willst du mein Coach sein? Und ich habe jetzt die Möglichkeit, diese angenommenen Schüler in Klassen zu organisieren. Ich habe das da zum Beispiel die zweite Klasse MAM 2AK gemacht. Und die haben komplett individuell auf einem Account gearbeitet. Ich suche das geschwind von der Statistik zum Mittelwert und Median. Und ich sehe jetzt da, okay, welche Leute haben jetzt welches Level erreicht? Ja? Da steht deswegen jetzt Review, weil die haben das alles erreicht gehabt. Ja? Die waren da in dem alten Proficient, also die haben dieses Level erreicht, die haben da 10 richtig gehabt, haben jetzt aber schon lange nichts mehr damit gearbeitet. Das heißt, die müssten das jetzt nur mal machen. Die Wiederholung, damit das wirklich sitzt. Und jetzt kommt es, dass ich zum Beispiel, ich nehme mal einen Lukas heraus, dass ich dem seine Aktivität ganz genau nachvollziehen kann. Ich weiß, Datenschützer schreien jetzt, ja, um Gottes Willen. Aber für mich ist das jetzt wirklich interessant, was hat der gemacht die letzten Tage, die letzten Monate und so weiter. Welche Skills hat er gehabt? Zum Beispiel hat er nur ausprobiert. Schauen wir mal schön. Internetverbindung, okay, das ist diese riesen Lernmappe, okay, hat sich nur genau um das eine beschäftigt, weil er nichts anderes gemacht. Und ich kann mir bei diesen einzelnen Skills sogar anschauen, wie lange hat er braucht, was hat er richtig beantwortet, was hat er falsch beantwortet, also extrem genaue Daten aufzeichnen. Das ist die Frage, will ich das, brauche ich das, wie schaut es mit Datenschutz aus und so weiter. Und ich bin aber der Meinung, dass das der nächste Schritt ist im Weg von dem 2.0, von dem Lernen 2.0 zu 2.1, dass wir diese ganzen Technologien einsetzen, um den Schüler auch zu helfen, wirklich individuell zu helfen zu können. Wann arbeitet, und da kann ich mit Daten, diesen sogenannten Learn Analysis, ganz super arbeiten. Ich weiß, dass das gefährlich sein könnte. Ja? Und wahrscheinlich viel im Sauer auch. Was tut man wirklich mit Schülern, die das nicht daheim haben, die technischen Mittel, dass sie jeden Tag auf die Zeitung gehen? Dazu Umfrage, die ich heuer gestartet habe bei uns an der Schule, wo ich wirklich 400 Schüler von 400 Kilo Rückmeldung gekriegt habe. Es gibt bei uns keinen einzigen Schüler, keinen einzigen, der nicht Zugang zu Hause zum Computer hat. Und zum Internet. Mit Internet, ja. Es gibt keinen einzigen. Das ist vielleicht eine Ausnahmesituation, ja. Man kann immer wieder sagen, okay, du kannst es in der Schule machen und so weiter. Ich habe die Sachen sind auch in der Schule passiert. Also da bin ich im Computer angewiesen, jeder hat einen Computer gehabt. Und das hat jeder in der Schule gemacht. Die Frage der technischen Ausstattung ist immer wieder das Problem. Das stimmt. Ich kann niemanden dazu zwingen, dass du sie einen Computer kaufst und so weiter und so fort. Aber das sind so, ist so mein Gedanke, dieser Mehrwert, was wir an als Lehrer nun aus diesen ganzen Tools nur mehr herausholen können. Die Frage ist, inwieweit das online passieren muss oder überhaupt anders. Aber diese ganzen Systeme, diese Klickersysteme, diese direkten Feedbacksysteme, die es überall gibt, ich glaube, die sind sehr, sehr gut einzusetzen in der Schule und bieten uns wirklich eine Möglichkeit, individuell ein bisschen zu arbeiten. Also das bin ich schon gespannt. Ganz zum Schluss zwei Dinge, zu denen komme ich sicher nicht mehr. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Bereiche, die wirklich offen sind. Ja, die wirklich offen sind, da haben wir ja schon einiges dazu gehört. Ich habe zwei Dinge noch vorbereitet. Tut mir leid, Markus, ich habe natürlich nicht vorbereitet, jetzt der Vorzeige. Aber ist, glaube ich, jedem Mathematiker mittlerweile bekannt.
wo ich auch jetzt als Lehrer schon weiß, auf das baue ich meine Zukunft auf. Ja? Also auf GeoGebraTube werden meine ganzen Materialien zu finden sein. Und ich habe jetzt was Neues entdeckt, erst vor einer Woche, CP12, wo im Endeffekt offene Lehrbücher zusammenstopselbar sind, als PDF ausdruckbar, online zu sehen, mit Anmerkungen zu versehen. Man kann selber Dokumente hochladen und somit Lehrbücher erstellen. Und das ist alles ziemlich sauber mit diesen Creative Commons Lizenzen abgedeckt. Also das sind so meine zwei Zukunftsprojekte, nennen wir es mal so, mit denen ich sehr intensiv auseinandersetzen möchte, weil ich einfach glaube, dass wir immer mehr ins Personalisierte gehen werden. Das ganze Web, Schlagwort ist Web 3.0, wo dann immer nur mehr personalisierte Sachen sind und die Dinge dann schon ins Internet kommen. Und ich glaube, dass die Dinge auch dann in die Schule kommen. Ja, jetzt habe ich wirklich schon viel zu lang gesprochen. Ich bedanke mich recht herzlich. Vielleicht gibt es die eine oder andere Frage. Ich bin halt immer länger da. Ja, also wir haben jetzt schon eine kurze Gelegenheit zu fragen. Es ist ja so, wir haben da quasi jetzt eine Pause vor der Pause eingeplant, dass wir in diesem Programm. Also um 6 Uhr gibt es ja dann erst die echte Pause. Die Pause mit Getränken und ich glaube ein paar Imbissen. Und ich vorbereite das auch. Wenn jetzt eine Frage gibt jetzt. Oder Anmerkungen, weil ja nicht alles vielleicht ganz. Klar. Ganz konkret zum GeoGebraTube, ja. Kann man einen eigenen Bereich abzirkeln vom Übrigen, dass also, dass man da thematisch nur für seine Bedingungen. Es gibt keinen privaten Bereich, aber es gibt die Möglichkeit, dass man Sammlungen erstellt. Also man kann quasi, wenn man Arbeitsblätter hat, man kann sie zusammenstellen, dass man irgendwie 7 oder 10 Arbeitsblätter zusammenstellt und stellt man eigene Adresse, wo dann genau diese 5 aufgelistet sind, die können von dir sein oder die können da gesammelt sein aus dem ganzen Repository. Also diese Sammlungen heißt das. Da waren noch andere Hände, das ist so gut. Bitte. Bei dem Kahn ist das auch so, wenn man das hinaufstellt sozusagen, steht das alles zur Verfügung und dann kannst du das dann runterholen? Bei Kahn ist es so, dass nur der Salman Khan die Dinge erstellt. Nur er. Eine Person ist das größte Kritikpunkt überhaupt. Ja. Das heißt, das kann man überhaupt. Das ist nur er, der die Videos erstellt. Ich glaube wirklich er persönlich. Das macht aber nicht mehr ein anderer. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Ja, ist klar. Dann hätte ich eine andere Frage. Mhm. Das System kann man, ich gehe aber gar nicht um die Videos. Weil ich das nicht so anderen verwenden, dann kann man fragen. Aber gibt es irgendwo so etwas, wo man so Aufgaben findet, wo man sieht, was man macht? Also ich kenne solche Systeme, das ist teilweise schon in Moodle realisiert, ja, solche Dinge. Das gibt es, aber ich habe mich noch nie damit beschäftigt. Ich glaube, dass das viel zu viel Geld kostet, ganz ehrlich. Also was ich weiß, da hinter diesen Kahn-Academy steckt sehr viel Geld. Sehr, sehr viel Geld, sehr viel Programmierarbeit. Aber das ist ja dann auch wieder nur für Mathematik. Ja, bei der Kahn-Academy gibt es jetzt mittlerweile andere Inhalte auch schon. Also da sind auch Geschichte-Inhalte, das ist auch der größte Kritikpunkt natürlich, wenn das eine Person innehat, ja. Ja, das ist natürlich schon sehr gefährlich. Und ich glaube, es ist dann auch keine Bestrebung, dass man da selber was. Man kann sich beteiligen als Übersetzer. Also es gibt ein deutsches Team, die versuchen, das praktisch zu adaptieren für deutsche Videos und das kann, die schreiben das alles nach. Ja, vielleicht darf ich da ergänzen, ich war ja bald in Amerika und mich überrascht das gar nicht, weil das, was keine Kette macht, das machen dort alle Schulbücher sowieso. Also jedes Schulbuch in Amerika hat so CD, DVD dabei mit diesen Lernrückmeldungsschichten, weil es teilweise auch gesetzliche Vorgaben sind, dass die Lehrer pro Woche eine bestimmte Anzahl von Detailrückmeldungen geben müssen an die Eltern über den Leistungsstand der Schüler. Und damit die Lehrer das überhaupt leisten können, weil du kannst da nicht, du musst wirklich jede Woche von jedem Schüler mindestens eine Notenmeldung ausschalten. In Florida zum Beispiel ist das so. Und damit das überhaupt leistbar ist für den Lehrer, geht es nur über technische Hilfsmittel. Sprich, die Schulbücher bieten zu jedem Kapitel automatisierte Tests an. Und es wird dann gleich auch online gestellt. Da gibt es Online-Systeme, die natürlich eingeschränkt sind, die Eltern können dann loggen. Das heißt, aus dieser Hintergrund kommt Khan Academy und die wollen halt das einfach jetzt dann frei zur Verfügung stellen. Und darum in Amerika ist das eigentlich schon relativ lang und das wundert mich nicht, diese detailreichen Daten, das ist dort halt schon sehr etabliert. Ich finde das auch sehr kritisch.
Also wie gesagt, bei uns, ja sicher, das haben wir die Verlage, aber die haben natürlich die Hand drauf. Und wir haben ja eigene Systeme. Moodle fällt mir jetzt am ehesten ein, ist bei uns was, wo man halt das kostenlos machen kann, wo man halt auch so die einzelnen Schüler sieht, aber natürlich nicht in diesem Detail. Wenn ich das aufgreife, der von Moodle, der Rippel Andi ist eben mein Kollege, der Moodle-Guru ist bei uns an der Schule und der wirklich auch für Moodle-Plugins programmiert, der macht jetzt sowas für Moodle, eine spezielle, er nennt sie eben so Lernkompetenzmappe. Und für Mathematik in anderen Fächern ist das auch so, dass im Endeffekt die Kompetenzliste oder diese Deskriptoren sind im Endeffekt jetzt im Moodle eingeklopft worden. Das ist jetzt passiert vor 1, 2, 3 Monaten, hat er mal gesagt. Und man kann diese Sachen sofort in seinen eigenen Moodle-Kurs importieren. Und ein Schüler, oder wenn ich als Lehrer dann praktisch eine Aufgabe stelle im Moodle, kann ich diesen Deskriptoren zuordnen. Und wenn der Schüler das dann löst und ich akzeptiere das und sage dann, okay, du hast da 80% erreicht, dann wird das in seiner Kompetenzliste irgendwie da vermerkt. Das heißt, das ist so sein digitales Tensenbuch, könnte man sagen, ja? Sein digitales Lernzielbuch. Und das ist jetzt schon, also ich habe nur ein paar Entwürfe jetzt gesehen, aber das kommt jetzt, das ist auch im Auftrag vom Ministerium passiert. Das heißt, das hat er wirklich hin und fürs. Zumindest für BHS ist das beim Andi eigentlich schon fix und fertig, weil der lebt von dem, das ist sein Job. Und ich habe gesagt, das werde ich mir jetzt mit nächsten Schüler mit einer Klasse mal genauer anschauen, weil ich eben jetzt auch schon mit Lernzielen gearbeitet habe, dass das wirklich individuell dann läuft. Ja. Und das ist sicher so eine Möglichkeit, wo dann jeder Schüler seine eigene Rückmeldung sieht. Ich müsste jetzt irgendwelchen Namen ergeben, ich weiß nicht genau. Ich weiß wirklich nicht genau, wie kann ich eben. Es ist auf alle Fälle, also es hat dann gesagt, vom Ministerium in Auftrag gegeben worden und der kriegt vom Ministerium das Geld. Unser Moodle-Plugin, das aber dann, wie gesagt, für alle zur Verfügung stellt. Und er hat mir noch was ganz was Tolles gezeigt. Das ist im Endeffekt eine sehr schöne Handy-App, wo so 6-eckige Waben oben sind. Das heißt, der Schüler kann diese Lernstandsmappe oder Kompetenzmappe dann am Handy abrufen. Ja. Und sieht dann, da bin ich schon, und je dunkler praktisch die Farbe ist von diesen 6 Ecken, von diesen Waben, desto besser ist er dort ausgebildet und so weiter. Also da gibt es wirklich viele, viele Tools, die jetzt genau in die Richtung gehen, weil ich glaube, dass man das brauchen, weil das Problem ist, dass es niemand weiß oft. Ja. Das ist ein Kollege von mir. Aber Riepel an die Andreas, die finden wir. Bitte. Oder zum Beispiel, das hat der Andi gemacht, das Exabis, wer das wer kennt, das Exabis, das hat auch der Andi gemacht. Ja, also er hat mir das jetzt irgendwie so gesagt, deswegen habe ich mir diese Kompetenzliste speziell von der Hacker mal zur Verfügung gestellt, dass das jetzt im Endeffekt eingeklopft worden ist und dann ist das eine Datei oder was, keine Ahnung, das man einfach in seinen Moodle-Kurs importiert. Und dann arbeitet man damit. Keine technischen Fragen, also da kennen wir genau nicht wirklich gut aus. Aber ich habe mal gesagt, ich stehe da gerne zur Verfügung und werde das mal ausprobieren mit einer meiner Klassen. Weil das im Endeffekt das ist, was ich jetzt händisch gemacht habe, auf Papier. So was Ähnliches. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, was sagt das bei uns?